6 Monate ist es her, dass ich mein letztes YouTube-Video aufgenommen habe und in der Zeit ist unglaublich viel passiert. Viele neue Kunden, ich bin in den E-Commerce eingestiegen, genauso aber auch Nachzahlungen und damit würde ich sagen, starten wir heute in die Zusammenfassung der letzten 6 Monate. Ein halbes Jahr ist es her, dass mein letztes Recap-Video rauskam auf diesem YouTube-Kanal und in diesem Video hatte ich damals den Januar, Februar genauso wie März gerecapt und euch einen kleinen Einblick gegeben, was in den Monaten ungefähr bei mir passiert ist. Und damals war ein riesiger Hauptpunkt, dass ich einfach deutlich mehr Akquise machen muss. Und kleines Spoiler vorweg, das ist halt auch so ein Learning, was ich aus diesem Recap-Video ziehe. Aber damit würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Monat, welcher der April wäre. Im April hat mein Team angefangen zu wachsen und nicht üblicherweise von 1 auf 2 Mitarbeitern, sondern gleich von 1 auf 9 Mitarbeitern. Und im Nachhinein war das ein riesengroßer Fehler von mir und ich erkläre euch kurz, weshalb. Im Februar und März habe ich relativ viele neue Kunden dazu gewonnen, weshalb ich mir in meinem Kopf schon ungefähr ausgerechnet habe, wenn es in April, Mai, Juni, Juli und so weiter weitergeht mit den Kunden, wie viele Mitarbeiter ich und wie viele Kapazitäten ich ungefähr dazu benötige. Im Endeffekt war es so, dass ich Mitarbeiter auf ein sehr optimistisches zukünftiges Wachstum eingestellt habe, welches im Endeffekt ausblieb. Da nämlich dadurch, dass ich so viele Mitarbeiter, insgesamt 9 Stück im April eingestellt habe, hatte ich natürlich immens hohe Kosten. Und dadurch, dass ich die ganzen auch noch einlernen musste und schauen bezüglich Neukunden, alles drum und dran, ist natürlich der Gewinn auch massiv runtergegangen. Weiter geht's zu dem Monat Mai und der Monat Mai lässt sich relativ einfach zusammenfassen, nämlich einmal sehr viel Akquise, aber keinen einzigen Close. Insgesamt waren 2 Praktikanten bei mir, genauso war ich in der letzten Woche, genauso wie der ersten Juniwoche, dann auch noch in den USA mit meiner Familie im Urlaub. Gehen wir weiter mit der Zusammenfassung zu dem Juni. Und im Juni haben wir insgesamt 2 Neukunden geclosed. Genauso aber haben wir tendenziell eher schlechter bei den Kunden performt. Das heißt, nicht wirklich viele Klicks erreicht. Hier sprechen wir von ungefähr 500 bis 2000 Klicks, was wirklich für Instagram und TikTok extrem wenig ist. Hierzu kommt aber später noch eine positivere Nachricht. Ebenso bin ich sehr, sehr viel innerhalb Deutschlands gereist, was natürlich eine Menge Spaß gemacht hat, aber eigentlich komplette sinnlose Zeitverschwendung war. Genauso wie eine große Geldverschwendung. Aber damit gehen wir auch weiter zu dem Juli. Juli, der Anfang eines eigenen E-Commerce-Projektes von mir mit einem Geschäftspartner, worauf ich auch noch später zu sprechen komme. Aber genauso im Juli habe ich auch meine jemals erste Straßenumfrage aufgenommen. Und man muss ehrlich sagen, bei dem ersten paar Mal hat man sich wirklich überwinden müssen, die Leute auf der Straße anzusprechen, weil es ist nicht so, wie viele denken, dass man da irgendwie 15 Leute im Voraus kontaktiert hat, dass man mit denen aufnimmt, sondern es läuft eher so ab, dass man mit seinem Kameramann wirklich auf der Straße rumläuft und einfach random Personen anspricht und die fragt, ob sie Bock haben, bei einem Video teilzunehmen. Aber sobald man sich da 2-3 Mal überwinden hat, ist es eigentlich wirklich kein Problem mehr. Zu den Straßenumfragen habe ich später aber noch eine sehr, sehr positive Nachricht. Genauso im Juli haben wir auch den Fauno Circle Podcast gegründet und der Fauno Circle Podcast ist ein Podcast bei Movavo, also meiner eigenen Social Media Agentur und in diesem Podcast sprechen wir mit unterschiedlichen Unternehmern, hauptsächlich aus der E-Commerce Branche, darüber, wie ihre ungefähre Geschichte war, also was einen zum Unternehmertum hinbewegt hat, genauso aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich Anfangsschwierigkeiten. Da viele von euch da draußen noch denken, die es noch nie im Unternehmertum aktiv waren, dass es wirklich relativ einfach ist, wenn man einfach nur viel Zeit und Arbeit investiert. Das stimmt aber im Gegenteil, es ist einfach so, dass es bei jedem wirklich Anfangsschwierigkeiten gab. Ich habe noch nie einen Unternehmer kennengelernt, der wirklich von Anfang an alles perfekt läuft, ohne eine einzige Schwierigkeit. Genauso auch im Podcast sprechen wir über politische Themen oder besser gesagt gesellschaftliche Themen, wie zum Beispiel über die aktuelle Jugend oder die Politik in Deutschland, worüber es natürlich enorm viel zu erzählen gibt. Und im Endeffekt, am Ende des Podcasts reden wir auch noch über ein super wichtiges Thema, nämlich eine kleine Motivation, nämlich welche Motivationstipps haben wir denn, welche Habits, also Angewohnheiten können wir auch weiterempfehlen, genauso wie Buchempfehlungen. Ebenso im Juli hat der Sommer angefangen, so richtig Fahrt aufzunehmen, also dass er wirklich extrem heiß wurde. Und natürlich, was ist das Perfekte bei 35 Grad Außentemperatur und in den Office zu setzen, was im 4. Stock ist? Richtig, die Klimaanlage funktioniert nicht. Also hatte ich durchschnittlich 35 bis 38 Grad in meinem Office und musste bei dieser Temperatur Meetings führen. Es war unangenehm, aber wenn man etwas erreichen will, dann muss man auch die nötigen Schmerzen dafür sich aufnehmen. Aber zum Glück, an dieser Sache merkt man mal wieder, wie wichtig überhaupt Connections sind. Ich kenne Malte, der Gründer von Kältebringer, von dem ich die Klimaanlage hatte, und der hat mir dann ohne Probleme einen Ersatz zugesendet.
Und damit kommen wir zu dem Thema Akquise im Juli und kurz zusammengefasst, kein Akquise ist gleich kein Close. Und ihr merkt schon, ich hatte damit ein Problem, dass ich mir bei der Akquise so eine typische Routine aufbaue. Ich kann euch schon mal so viel sagen, jetzt im September läuft es schon deutlich besser, aber immerhin im Juli wirklich keine einzige Akquise gemacht und natürlich auch kein Close. Und wenn man keine Akquise macht, ist eigentlich die einzige Option, dass die Kunden abfallen, als Neukunden dazukommen. Der August. In dieser Zusammenfassung mit Abstand mein Lieblingsmonat, nämlich haben wir im August erstmalig unser neues Social Media Format bei unseren Kunden getestet und die Erfolge daraus lassen sich wirklich sehen. 7 Millionen Views innerhalb der ersten 30 Tagen, genauso wie 80.000 Follower bei unseren Kunden, was wirklich beeindruckende Zahlen sind. Vor allem muss man sich denken, davor hat unser Service wirklich nicht so gut funktioniert. Es gab mal der ein oder anderes Video, welches so 10.000 bis 100.000 Aufrufe hatte. Aber in den siebenstelligen Bereich sind wir nie reingegangen und deswegen war die Kundenzufriedenheit auch nie wirklich so hoch. Und ab diesem Monat haben wir es geschafft und haben so richtig den TikTok-Algorithmus und alles drum und dran verstanden, damit wir wirklich jetzt selbstbewusst in den Sales Calls dran sitzen können und den Kunden sogar einen 2-Videos-Testpaket vorschlagen können. Nämlich vertrauen wir so stark in unseren Service, dass wir jedem Kunden 2 kostenlose Videos anbieten und vertraglich regeln wir dann so, sollten diese 80.000 Views knacken, aktiviert sich automatisch der 6-Monate-Vertrag. Und das ist einfach so ein Service, welcher aktuell meines Wissens nach keine andere Agentur anbietet. Und ich finde es einfach extrem spannend, nämlich habe ich jetzt erstmalig seit 2 Monaten wirklich ein gutes Selbstwertgefühl, wenn ich meinen Service anbiete, weil ich jetzt zu 100% weiß, er funktioniert. Ebenso im August war ich erstmalig in England, um genauer zu sein, in London mit einem Kollegen für insgesamt 3 Tage. Hat auch extrem viel Spaß gemacht, auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass ich mir London sogar deutlich schöner vorgestellt habe. Es war, wenn man ehrlich ist, ein bisschen wie New York. In den Bildern im Internet sieht es alles wirklich sehr schön aus. In Real Life eigentlich alles voller Müll. Aber ich war in London nicht mein letztes Mal, weil ich bin mir sicher, dass ich da irgendwann wieder hingehen werde. Nämlich gibt es in London wirklich die heftigsten Einkaufszentren. Also allein schon Harrods ist eine Reise nach London wert, wenn man den nötigen Geldbeutel dazu hat. Für alle, die mich noch von früher auf YouTube kennen, nämlich damals noch unter den Namen Vectix, über den ich Gaming Setup Content auf meinen Kanal gebracht habe, die wissen vielleicht noch unter euch, ich habe wirklich in jedem Video einen Energy Drink weggesoffen, weshalb ich im August erstmalig meinen eigenen rausgebracht habe. Aber hier eine kurze Anmerkung, den Energy Drink kann man sich erstmals nicht kaufen, nämlich ist der Energy Drink ausschließlich für uns, für meine Agentur, für meine Mitarbeiter, genauso wie unsere Videos auf unserem Social Media Kanal. Mitte August sind direkt 2 große Ereignisse hintereinander passiert und das erste war, dass wir bei einem Filmprojekt dabei waren, welches um das Seenachtsfest handelt auf einem Schiff. Es ist so ein Fest hier in der Bodenseeregion, wo man den See feiert. Ich habe auch keine Ahnung wieso und weshalb. Aber 2 Tage später bin ich dann mit meinem E-Scooter zu Nick Moradi, der in der Nähe von Hannover wohnt, gefahren mit der Deutschen Bahn, 49 Euro Ticket. Und das bedeutet genauso 12 Stunden Fahrt und 7-mal umsteigen. Und auf dem Rückweg dachte ich mir, ah ja, ich mache den super schlauen, ich fahre mit dem ICE. Aber wir leben hier in Deutschland, der ICE hat erstmal um 2 Uhr nachts 3 Stunden Verspätung. Und während der Fahrt hat er auch nochmal 2 Stunden Verspätung aufgebaut. Und im Endeffekt habe ich dann mit einem ICE und der Regionalbahn 14 Stunden gebraucht, also 2 Stunden mehr als mit der 49-Euro-Ticket. Ende August haben mein Geschäftspartner und ich auch noch die E-Commerce-Brand fertiggestellt, damit wir sie am 1. September releasen können. Und die E-Commerce-Brand heißt Kier Collection. Es ist eine Frauenschmuckmarke, die eleganten Schmuck für Frauen produziert, welche so im Preisbereich 20 bis 35 Euro liegen. Wir haben dafür auch schon Social-Media-Kanäle gestartet und die Social-Media-Kanäle sind einfach durch die Decke gegangen. Mit unseren Formaten haben wir innerhalb von einer einzigen Woche 30.000 Follower gesammelt, genauso auch über 1 Million Views. Bis jetzt wirklich ein sehr krasser Start. Die Conversion Rate auf der Shopify-Page ist noch nicht dort, wo wir sie gerne hätten. Aber das ist auch mein insgesamt erster E-Commerce-Shop, also das erste Mal, dass ich eine eigene Shopify-Page aufgesetzt habe. Und falls einer unter euch dabei ist, der sich mit Shopify genauso wie Page-Optimierung auskennt, darf er sich gerne mal bei mir melden. Das war jetzt die mehr oder weniger kurze Zusammenfassung aus den letzten 6 Monaten. Ich hoffe, ihr habt einige Einblicke bekommen und konntet vielleicht auch selber etwas für euch mitnehmen. 1-2 Sachen, die ich jetzt an dieser Stelle noch erwähnen möchte, sind nämlich, habe ich im Intro auf Nachzahlungen angespielt. Ich weiß jetzt immer ganz genau, wann die Nachzahlungen genau eingetroffen sind, aber ich erzähle euch kurz, worum es geht. Dass ihr auf gar keinen Fall diesen Fehler macht.
Ich bin ja noch keine 18, deshalb dachte ich, ich bin noch bei meinen Eltern mit krankenversichert. Im Juni, Juli ungefähr kam dann ein netter Brief von der Krankenversicherung, dass ich den Betrag von insgesamt 1,5 Jahren nachzahlen darf. Oder muss eher gesagt, darf es vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Um an dieser Stelle genau zu werden, es geht um eine recht hohe vierstellige Summe, also nicht unbedingt das, was man jetzt unbedingt haben will, aber hier von mir ein sehr wichtiges Learning, nämlich achtet darauf, wenn ihr euer Unternehmen anmeldet, das erste Geld verdient, dass ihr die Krankenversicherung richtig macht, genauso wie die steuerlichen Sachen. Und an dieser Stelle kommen wir jetzt noch zu einem Punkt, nämlich wieso die nächsten Monate bei mir weitergehen, weil natürlich habe ich auch meine eigenen Learnings daraus gezogen, genauso habe ich auch neue Ziele für die nächsten Monate oder auch besser gesagt Jahre, die ich unbedingt verbessern will. Das erste Ziel ist mein Personal Branding und das tritt mit diesem Video auch direkt ein. Nämlich die letzten Monate habe ich wirklich extrem wenig Videos hochgeladen, auf YouTube gar keins, auf Instagram lade ich ja eh keine Videos hoch, aber auf TikTok auch relativ wenig im Verhältnis zu früher. Auf TikTok werde ich zukünftig auch ein neues Format bringen, ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Auf YouTube wird jetzt jede Woche ein Video online kommen. Die Videos werden einmal so Videos sein, in denen ich so über mein Leben erzähle. Genauso werden die Videos auch über Vlogs handeln oder auch Videos, in denen ich euch Sachen beibringe oder erzähle, wie zum Beispiel Habits, die ihr euch angewöhnen könnt. Vielleicht wie ihr eine Agentur startet. Dieses Video steht auch noch in den Startlöchern. Genauso werden auf YouTube in Zukunft auch noch Shorts kommen. Nämlich, das Ziel steht immer noch, auf YouTube dieses Jahr die 25.000 Abonnenten. Ich weiß, wir sind noch recht weit entfernt, aber meistens ist es so, dass man näher am Ziel ist, als man eigentlich denkt. Und damit würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Ziel weiter, welches eigentlich relativ ähnlich ist. Und hier geht es nämlich um ein Agentur-Branding. Das Branding von meiner Agentur habe ich immer in verschiedenen Schnittstellen mal ein bisschen ernster genommen und wieder ein bisschen weniger ernst. Sachen, die ich in Zukunft unbedingt verbessern will, ist, dass ich eine neue Webseite mir baue. Daran bin ich aktuell. Natürlich, ich habe schon mal gemeint, der Website ist eigentlich relativ dumm zu upgraden, aber ich will eine recht einfache Page haben, die ich dann auch in Werbung benutzen kann, also eher gesagt eine Funnel-Page. Genauso auch, dass wir unser LinkedIn-Branding extrem verbessern, nämlich auf LinkedIn sind die ganzen Unternehmer aktiv, also lohnt es sich da auch aktiv zu sein. Genauso auch auf Instagram und TikTok ein neues Format rauszubringen, deshalb habe ich mir auch extra einen Anzug bestellt, seid da schon mal gespannt, was da folgt. Indem wir jetzt extrem viel Reichweite aufbauen wollen, weil das Format mit unserem eigenen Energy Drink kam zwar gut an, ist aber vielleicht für eine Agentur nicht gerade das beste Image. Und genauso will ich, dass wir auf Instagram euch noch mehr Einblicke geben in unsere Arbeit, nämlich wie wir arbeiten. Vielleicht so Learnings, die wir euch teilen können und vielleicht auch mal den ein oder anderen Tag in unserem Leben und ein ganz wichtiger Punkt, nämlich Case Studies. Genauso auch haben wir vor den nächsten Wochen auch Ads zu schalten für unsere Agentur. Also wundert euch nicht, falls wir euch mal ungefähr angezeigt werden. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber an dieser Stelle, was wirklich so das Learning ist, was ich in Zukunft wirklich am meisten verbessern muss. Das ist noch wichtiger als die zwei übrigen, nämlich die Akquise. Ihr habt es wahrscheinlich schon rausgehört, dass es mit der Akquise nie wirklich aktiv lief. Aber jetzt habe ich mir das Ziel gesetzt, jeden Tag 2 Stunden Lead-Analyse, genauso wie 2 Stunden Cold-Calling. Und ich habe noch die ein oder andere, die mir noch andere Akquisewege machen, die den prozentual daran beteiligt sind. Einige von euch, die mich wahrscheinlich auf Instagram aktiver verfolgen, sehen in meiner Story immer die Sachen, wie ich im Gym bin oder wie ich gerade lese. Und ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt gerade, ja, eigentlich bin ich der Typ, ich bin Angewohnheiten in Person. Und das stimmt absolut gar nicht. Ich weiß nicht wieso, aber es fällt mir eigentlich nie schwer, an die Arbeit zu gehen. Was mir aber schwerfällt, ist eine Routine aufzubauen für Gym zum Beispiel. Es ist so, dass ich 3 Wochen aktiv da bin, dann wieder 2 Wochen nicht. Es ist so, dass ich 4 Wochen aktiv lese, dann wieder 2 Monate nicht. Sowas muss ich unbedingt in den Griff bekommen. Von Januar bis zum April waren diese Routinen sehr stark bei mir aktiv. Aber über die Sommermonate haben sich die wieder sehr stark zurückgesetzt, weshalb ich darauf auf jeden Fall in Zukunft einen aktiven Fokus lege. Falls ihr darauf Lust habt, kam mir als Idee, können wir so eine Habit-Challenge in meiner Instagram-Story machen, also dass wir uns ein Habit, also Angewohnheit für 30 Tage setzen, wie zum Beispiel täglich ins Gym gehen, wo wir dann jeden Tag so Umfragerunden machen. Wer war denn heute im Gym und wer nicht? Oder vielleicht macht man das Ganze auch in einer privaten Gruppe. Das ist aber ein Thema für ein anderes Video und in einer Woche kommt noch der Vlog raus, in dem ich in München war. Eine Woche ist es jetzt auch schon wieder her, also seid auf den gehypt. Und damit würde ich sagen, euch viel Spaß beim Durchziehen, egal was passiert, macht weiter und wir sehen uns beim nächsten Video und ciao.